Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich euch zeigen, wie man diesen Fensterheberschalter wechselt am Beispiel von einer Mercedes-Benz E-Klasse vom Baumuster S213. Erster Schritt, ihr nehmt euch einen Schlitzschraubendreher oder ich habe hier einen Kunststoffkeil. Geht damit hier vorne, andersrum, dazwischen. Drückt ein wenig so, dass ihr da rein flutscht, so wie ich hier, dann hebeln wir das Ganze ein wenig und zack, kommt die ganze Verkleidung ein Stück nach vorne. Wir drücken so weit nach vorne, bis wir einen Widerstand merken. Drücken das Ganze dann nach oben, vorne wie hinten. Schon haben wir das Ganze auch schon draußen. Jetzt müssen wir hier nur noch den Stecker lösen. Haltenase drücken, rausziehen. So, und wie kriegen wir den Schalter jetzt aus dieser Verkleidung raus? Da haben wir hier solche Haltenasen. Die muss man drücken, sodass der Fensterheberschalter entriegelt. Am besten macht ihr es so. Ihr drückt hier mit dem Zeigefinger rauf und haltet euch an der Verkleidung fest. Geht jetzt hier zwischen, dreht das Ganze, haltet das immer schön auf Druck. Und geht reihum. Einer noch. Und da haben wir beides voneinander getrennt. So sieht das Ganze aus. Retour ist einfacher. Wir stecken das hier grob zusammen, drücken. Und dann verriegeln sich die Haltenasen wieder ringsherum. So, wir holen uns hier den Stecker wieder raus, klicken den rein, dann hat die Verkleidung hier solche Führungen auf beiden Seiten. Das heißt, wir müssen Verkleidung mit Schalter reinlegen und dann nach hinten drücken. Reinlegen ist jetzt einfach gesagt. Wir müssen natürlich die richtige Position finden. So. Sieht schon ganz gut aus. Wir drücken jetzt mit beiden Händen die Verkleidung nach unten und schieben mit der rechten Hand das Ganze nach hinten, also nach links. So, und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, lasst mir doch ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.